machen, da steht eine Polizei. Wenn Sie von mir heute Abend hören, ich mache nur Spaß. Ich wollte mal fragen, ob ich hier filmen kann, weil ich würde gerne die Fernseher hier bei euch verstellen. Okay, Leute, lass uns das weiter suchen. Entschuldigung, ist das normal, dass hier auf den Fernsehern in Bad Homburg ein Schild eingeblendet wird, wo drauf steht Bad Homburg Sachs? Ich wiederhole nicht mehr. Musst du sofort weg. Ah, okay. Holst du deinen Bad und verschwindest von hier, okay? Herzlich willkommen, Leute. Wir sind in Bad Homburg und werden heute hier Fernseher manipulieren, beziehungsweise auf ihre Sicherheit testen. Und das Allerschönste ist, so ein moderner, schöner Bahnhof und die haben keine Schließfächer. Der Bahnhof hat keine Schließfächer. Wie kommt es? So ein schöner, moderner, großer, neuer Bahnhof. Ich bin jetzt meinem Gepäck frustlos ausgeliefert. Das ist ja hier schon sehr edel, hier in Bad Homburg. Bitte? Das ist schon sehr edel. Ich zeige meinem Stream gerade Bad Homburg und ich bin fasziniert davon, wie sauber das alles ist. Wie so ein Freizeitpark. Freizeitpark? Wie ein Freizeitpark, ja, hier. Genau. So alles so sauber und so. Von Herr Consolero im Monat perfekt. 1 über Prime. Dann, das ist Bad Homburg. Das ist Bad Homburg. Dankeschön. Ich dachte, hier gibt es noch reiche Banker. Ich dachte, hier gibt es noch reiche Banker, die aus Frankfurt hierher gezogen sind. Gibt es Jugendliche in Bad Homburg? Ich bin neu hier, wie man unschwer erkennt. Ja, ich bin ein dümmlicher Tourist und erkunde immer ein bisschen die Gegend und zeigt den Leuten ein bisschen was. Und ich glaube, hier bin ich wirklich auf einen sehr schönen Ort gestoßen. Ja. Ich guck mal weiter. Dankeschön, tschüss. Ja, die hatten viel zu erzählen, würde ich sagen. Oh, vorne steht eine Polizei. Oh, oh. Vielleicht warten die schon auf mich. Hallo? Wenn Sie von mir heute Abend hören, ich mache nur Spaß. Ich mache einen Livestream auf Twitch, wo ich den Leuten ein bisschen was von der Stadt zeige. Ah. Ja. Und das ist immer woanders und die Leute sind immer unterschiedlich drauf. Ja, dankeschön. Bis bald. Tschüss. Stadtpolizei Bad Homburg wünscht uns schon mal guten Erfolg. Das ist wichtig. Saftbomb, Saftbomb, da kommt eine Saftbomb. Mir ist das einfach peinlich, aber ich komme nicht davon. Saftbomb, Saftbomb, Pummelfee, vielen lieben Dank. Ganz, ganz vielen Dank. Ich wollte mal fragen, ob ich hier filmen kann, weil ich würde gerne die Fernseher hier bei euch verstellen. Mit so einer Universalfernbedienung. Bist du von der Firma oder? Firma, ja, genau. Von wem? Firma? Ja. Firma A.W. Also Adam Wolke. Was möchten Sie konkret machen? Einmal zu den Fernseher gehen und meinem Stream das zeigen. Ich bin auf Twitch. Also ich mache so einen Twitch-Stream, wo ich den Leuten ein bisschen was zeige. Sie sind aber nicht direkt ein Industriepartner von uns. Nee, aber kann ich werden, wenn Sie einen Vertrag dabei haben? Tut mir leid, Sie dürfen hier bei uns nicht stehen. Ah, verstehe, okay. Ah, ja, okay, nee, klar. Weil ich hatte, Achtung, Quia hat einen Sack verschenkt. Okay, nee, alles klar, also ich frage mal lieber vorher, ne? Weil, vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, ja, na klar, alles Gute, bis bald, ciao. BIOS-Fernseher. Hallo? Ich wollte mal fragen, ob ich die Fernseher hier im Saturnmarkt verstellen kann für Twitch, für so einen Livestream. Hallo? Okay, Sie schließen aber eh um 6:30 schon, ne? Um 19 Uhr. 19 Uhr, okay, dann ich mach das sonst mal schriftlich oder so in Ruhe. Dankeschön, bis bald. Ich habe gehofft, dass sie nicht Ja sagt, weil wenn sie Ja gesagt hätte, die anderen haben ja schon Nein gesagt. Wisst ihr, das ist wie wenn man zwei verschiedene Elternteile fragt. Mama, darf ich das? Nein. Papa, darf ich das? Ja. Wählen Sie die Geräteleiste des zu bedienenden Geräts aus, zum Beispiel TV. Erfolgreiche Auswahl, blinkt die LED einmal und leuchtet danach dauerhaft. Ja, jetzt leuchtet er dauerhaft. Es dauert 6 Sekunden, bis die Universalverbindung mit der ersten Suche beginnt. Okay. Wir könnten übrigens auch den Direktcode probieren, aber dann müssen wir wissen, was das für ein Hersteller ist. Und ich sehe nirgendwo irgendwas von diesem Fernseher am Rand. Ja, jetzt meint ihr, das ist ein Monitor, ne? Ja, ja. Das hätte ich natürlich vorher auch gedacht, wenn ich jetzt so lange gewartet hätte. Um die automatische Suche während des Rufens abzubrechen, drücken Sie die Taste Exit. Okay, Exit. Wir setzen unsere Versuche draußen mit echten Fernsehern fort. Guten Tag. Ich halte auch übrigens schon mal mein Perso bereit. Ich habe irgendwie das Gefühl, heute werde ich den brauchen. Moin. Ich habe die Fernseher manipuliert. Also, noch nicht, aber ich bin dabei. Ich bin auf dem besten Weg dahin. Drogeria. Ravioli, Ricotta, Spinazzi, Gin Tonic. Oh, das ist, da ist ganz viel Wein. Ach, das ist eher so ein Genussladen. Hä, aber das ist echtes Essen, oder? Weil das sieht so geil aus, wie als wenn das so ein, so, wie so Schaufensteressen, was so... Nein, das ist echtes Essen. Das produzieren wir auch selber in unserer Hauptfirma in Hofheim, falls Ihnen das was sagt. Noch nicht, aber jetzt. Der ist ja mega. Ah ja, dann würde ich so ein Obstding. Was kostet das mit diesem Obst obendrauf? 2,03 Euro wert. Ja, cool, dann kaufe ich das. Kann man die Tische benutzen hier? Wie lange Zeit brauchen Sie? Ach so, 1,5 Minuten, ganz fix. Oh, das ist sehr nett. Ich lasse Ihnen Trinkgeld im Aschenbecher da. Gute Qualität. Sehr gute Qualität in Bad Homburg. Wenn ihr wollt, ja. Soll ich? Ja. Ich dachte, hier sind nur alte Banker hier in Bad Homburg, aber ich wurde eines Positiven belehrt. Ja, hier in der Innenstadt, aber Sie müssen, wenn Sie mal wirklich ein paar jüngere Leute sehen wollen, dann gehen Sie im Wochenende mal runter in die Park. Ah, okay, das chillen die Leute. Verstehe, danke.
Ah, ich hätte irgendwie sagen sollen, Dude, warum werde ich von euch gesiezt? 2 Euro, eine Scarlet for Life Münze und die Helgoland Card. Delta sagt, oh nein, nicht die Münze. Ja, okay. Münze geht wieder rein. Gegen 1 Euro könnte ich jetzt stundenlang mit euch spielen. 1 Euro. Vor allen Dingen, das ist ein französischer Coupon, ne? Ah ja, stimmt, da sind noch die ganzen Aufzugsfahrten drauf. Da hat Anonym völlig recht. Okay, wir nehmen wieder die Helgoland-Karte und tauschen gegen diesen jordanischen Diran. Plus 0 Euro noch. Plus 20. Ja, okay, wartet. Okay, dann machen wir 2 Euro und Justifikant dann Chat. Dankeschön. Ich habe ihn da nicht die Decke einpacken. Also ich habe ihn da 2 Euro hingepackt. Also ich sage es jetzt nicht, weil ich mit meinem Trinkgeld prahlen möchte. Ich sage es nur, damit es nicht versehentlich damit es nicht vergessen wird. Deswegen nur. Tschüss. Also, ich wollte ihm das ja nur sagen, damit er das. Also wisst ihr? Oh Mann, unangenehm. Chabo von Traktot im Monat 3 über Prime. Scheiße. Hallo Adam. Fuck, die sitzt da und macht Beratung und guckt voll hier so rein in die Kamera. Beziehungsweise sie sieht mich. Und das bedeutet, dass wir diesen Fernseher, den ich da sehe, von der Seite manipulieren müssen. So dass sie mich nicht sieht. Oh, der guckt mich hier verdächtig an. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich schwierig. Aber ich filme mir am Ende nur mich selbst. Ich habe ja gar nichts mit dem Laden zu tun, natürlich. Wahrscheinlich ist das so eine Freundin oder sowas. Also sie ist eine Freundin, also die Verkäufer. Also vielleicht gehört ihm auch der Schuppen. Bitte Software-Updates mal für Sicherheit. Ja, es wäre auf jeden Fall ein Novum, ein Update zu machen bei einem Fernseher, wo gerade die Leute noch drin sind, ne? Die sind total unruhig hinter dir. Okay, Leute, lass uns das weiter suchen. Ganz liebe Leute hier, muss man schon sagen. Aber manchmal natürlich ein bisschen irritiert, wenn dann irgendwie irgendjemand mit der Fernbedienung ankommt, ne? Kann ich völlig verstehen. Ich sag mal so, es sagt ja sogar Geräte verbinden. 5, 3, 8, 1. Der LED bestätigt die Eingabe der einzelnen Tasten. Genau, das geht schon mal nicht. Was geht denn sonst? Setup? Links, rechts. Es geht, Leute, es geht. Sagt's nicht zu laut, ne? Aber es geht. Es geht. Wir haben den Fernseher gehackt, Leute. Wir haben den fucking Fernseher auf. Wir haben's, Leute. Okay. Perfekt, perfekt. Bin wieder wach. Alarm! Oh Gott, nein. Alarm! Alarm! This television has just sent an automatic alarm to police office Gifhorn. Als ob. Put your hands up and stop touching the TV's Tralala. Gifhorn. Ja. Achtung! Hier treibt ein Tunichtgut sein Schabernack. Hilfe! Achtung! Illegale Aktivitäten finden hier statt. Hilfe! Der Typ manipuliert die Glotze. Wahnsinn. 1. Deswegen lustig, weil vor ein paar Jahren, als wir das in Mainz gemacht haben, da war das auch schon die Durchsage damals. Also ich möchte auch nochmal euch den Laden hier empfehlen. Euronix ist super, super Ware, aber auch, ne? Hier auch Überwachungssoftware und so. Überwachungssoftware haben die hier. Braucht man, wenn man Fernseher im Schaufenster hat zum Beispiel. Okay, Hotspot ist eingerichtet. Panevino Hotspot. Oh, das ist offen. Eigentlich können wir vom Italiener noch das klauen, ne? More and More, SMB-Verwaltung. Wo ist denn unser Hotspot? More WLAN, aber viele Hotspots. Oh, muss ich hier drauf drücken, das gibt's ja gar nicht. Da ist unser. Das ist UKW-Internet, das ist vom Rucksack. Aber ich suche gerade noch mein anderes. Impffan. Da habe ich, um die Leute in der Bahn zu triggern, habe ich das Impffan genannt. Weil ich da neulich an so einer Corona-Demo vorbeigefahren bin. Ja. Twitch-Abo von K4 Dezisekunden 3 im Monat 14 über Prime. Vielen Dank. Nee, Gisela, also auf den Alpen wird's wunderschön. Nee, ich bin ja mit Marek, bin ich da, mit Tom, mit David, mit Annette, die Nette. Moin, moin. Ah, es ist ja auch ein Sicherheitstest für Bad Homburg, ne? Letztendlich. Also ich bin ja auch von, wie heißt der Land? Euronix. Die Polizei kommt eh, also was soll's. Okay, let's go. Okay, und ich möchte mich jetzt auch nochmal beim Partner Sky entschuldigen, der fast so viele Follower hat wie ich, dass ich ihn jetzt nicht anwähle. Und es tut mir bei allen Beteiligten leid, ich muss nochmal die URL eingeben. Moin, hallo, grüße Sie. Ich manipuliere die Fernseher in Bad Homburg. Also das heißt, ich stelle die Sachen um und so weiter. Und dann stelle ich sie wieder zurück am Ende des Tages. Ja, das mache ich zu Sicherheitszwecken. Genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, ich weiß nicht genau. Ja, wie machen Sie das? Universalfernbedienung. Also den Leuten erzähle ich wäre ein Hacker, aber in Wirklichkeit habe ich mir einfach von Hama so eine 10-Euro-Fernbedienung gekauft. Das ist alles. Ja? Ja. Und wen zeigen Sie es? Auf Twitch. Twitch? Ja.
Ah, und Sie machen so Videos auch auf YouTube? Ja, genau. Nicht erfolgreich, aber. Und Sie lernen so etwas wie jetzt so zu machen? Im Grunde ja, ja. Okay. Ja, das ist aber alles. Ich habe geringfügig das Gefühl, dass meine Antworten ihm nicht gefallen haben. Ich habe hier Video mal vor 3 Jahren rausgemacht, TV gehackt und Porno im Bibelmuseum eingestellt. Ich habe es verpixelt für YouTube. Da beschwert er sich gerade schon, wie das sein kann, dass im Bibelmuseum Porno läuft. Das ist schön. Das ist unser altes Intro. So, da haben wir es nämlich genauso gemacht. Der Trick ist nicht neu. Der Unterschied ist, wir sind einfach 20-fach so viele Zuschauer. Entschuldigung, ist das von der Lautstärke okay in Bad Homburg? Kann man Fernseher, wenn man den halt versehentlich manipuliert hat, in der Lautstärke laufen lassen? Ja, weil sonst, ich hätte es sonst leiser gemacht oder so. Ich bin halt nicht von hier. Ah, das stimmt, ja, da muss ich aufpassen. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, wie die Leute reagieren. Ja, das stimmt, dann mache ich es ein bisschen leiser. Einlaufen, das ist ja egal, aber... Ja, das stimmt, ja, dann mache ich es ein bisschen leiser. Nachdem wir hier Schlafzimmer haben. Das stimmt, dann danke ich Ihnen. Ja, stimmt, Leute wollen ja auch irgendwann schlafen. Ich danke Ihnen. Also, konstruktiven Hinweis jetzt auch schon mal bekommen, dass natürlich hier auch Leute wohnen, die wollen wir natürlich nicht belästigen. Fragt mich eh, warum da noch keiner runterguckt. Kuli, Kuli. Oh Gott, wir sind zu langsam, ich singe zu schnell. Ja, schön. Schön. Ja, ob die Kinder gefilmt werden, ehrlich, ich habe gerade auch überlegt. So Leute, dafür, das habt ihr, ne? Für den unbegrenzten Datenverkehr, damit ich das hier auf dem Fernseher aufmachen kann. Ist schön einfach, wenn man hier Fernseher verstellt, ganze Zeit ganz plakativ mit der Fernbedienung davor steht, aber die Leute interessieren sich für Handys nebenan. Können wir nicht einfach einmal einerseits unseren Stream als auch den Chat einmal spiegeln auf YouTube und dann wähle ich den YouTube-Stream mit meiner YouTube-App aus. So, wir sind da. Ach schön. Oh, was für eine Quali hier auch mit dem Chat. Da seid ihr, da seid ihr. Und so laut. Und ihr seid so laut da drin in diesem Fernsehgerät. Es ist einfach nur herrlich. Guck doch mal, wie schön das aussieht mit Elsa auf dem Bildschirm. Oh, einfach nur schön. Vor allen Dingen, ich will euch das ja zeigen, aber ihr seht ja den Rahmen selbst, aber ihr seht das nicht mit dem Fernsehen zusammen. Können wir dann nicht jetzt ein schönes neues Angebot hier mal draufschreiben? Perfekt, also perfekt. Angebot, dieser Fernseher für 130, noch ein Eurozeichen. Kann sein, dass der Fernseher das nicht unterstützt. Sollte schon das? Ah, da ist es. Ja, der hat Delay hier. Der hat Delay. Guck mal, das sieht doch hübsch aus, oder? Ist das eine Sache, die wir hier so stehen lassen sollten, Leute? Ja, wollen wir mal gucken, ob Knossi darauf aufmerksam wird, dass sein Stream jetzt hier illegal im Fernseher läuft. Danke, was? Skyline TV, schau mal vorbei kurz. Wir machen kurz ein Dings. Wir müssen kurz einen Schwenk machen. Was ist denn jetzt los, Alter? Was? Aber. Huh, hallo! Macht doch nur Scheißclips. Hat mich kein einziges Mal reingemacht. Hallo, hier! So, Leute. Ja, hallo. Will ich! Hallo, Knossi, ich warte mal ganz kurz. Hier bin da. Ich doch! Hi, Jens! Ja! Ist es okay, wenn wir dein Stream auf diesem gehackten Fernseher laufen lassen? Ja, natürlich ist das okay! Ich war wieder ein bisschen unterwegs. Hier bin ich doch! Wunderbar! Wir haben ein bisschen Unfug gemacht. Wir haben ein bisschen Scheiße gebaut hier. Ja! Ja, wunderbar. Freut mich sehr, weil wir haben hier einen Samsung ausgewählt, 1500 Euro, aber Sicherheit Richtung Null. Sicherheit, oh, schön! Null, ne? Wo bin ich da? In was für einem Geschäft bin ich da gerade? Freut mich, dass es dir gefällt. Liebe Grüße zurück. Also ich hoffe, es ist okay. Ich habe ein bisschen Fernseher jetzt 30 Euro, wenn ihr wollt. Bad Homburg! Drauf, also. Entschuldigung, ist das normal, dass hier auf den Fernsehern in Bad Homburg ein Schild eingeblendet wird, wo drauf steht Bad Homburg Sachs? Das ist nicht normal, aber man macht Spaß, oder? Ist Spaß wahrscheinlich, ja. Nee, weil ich bin hier auch nur zu Besuch, deswegen, es hat mich halt gewundert, dass das jetzt hier so eingeblendet wird. Hier Bad Homburg Sachs steht da auf dem Fernseher. Bad Homburg Stadt, das steht auf dem Fernseher. Ja, es ist schon, das ist, ja, wenn die, wird die Stadt beleidigt. Ich finde die Stadt eigentlich ganz schön, deswegen wundert mich, dass das hier sowas gemacht wird. Irgendwie nicht so cool eigentlich, aber... Hast du das gerade gemacht? Ich?
Nö, also ich habe, also ich will natürlich nicht vermeiden, dass ich jetzt, also ich will nicht verleugnen, dass ich hier schon seit 2 Stunden stehe und ich habe halt geguckt so, aber das war, das, also das ist ja der alte Opa da, sehen Sie, der da die Krone anhat, das bin ja nicht ich. Ja, guck, ich bin der. Oh, Sie sind da, Sie sind auch da. Ja, hast du das gekriegt? Ja, also was Sie brauchen, ich habe einen Laptop hier, Sie müssen einen Laptop aufbauen, Sie brauchen eine Universalfernbedienung, Sie brauchen 3 Handys, weil Sie müssen einen Hotspot machen für den Fernseher, damit er ins Internet kommt. Euronics hat nämlich keinen eigenen WLAN gehabt. Und ja, dann brauchen Sie noch eine Prise kriminelle Energie, weil Sie müssen sicher sein, dass nach 2,5 bis 3 Stunden spätestens die Stadtpolizei kommt. Bloß nicht Gesicht zeigen jetzt. Stadtpolizei kommt. Ja, ich habe pro Monat 3 Anzeigen. Machen Sie es gut. Schönes Restaurant hier. Ich mache Werbung. Wie lange bleibt ihr jetzt rum? Also die ganze Nacht leider. Ja? Ja. Ganze Nacht, ne? Ganze Nacht. Herrlich. Ah, wie schön. Ist natürlich, ja, kann man halt machen. Ah, es gibt ein Burgenglasbild von Anonym im Chat. Das ist schön. Ja, 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 das machen wir mal rein. Delay, delay. Oh, schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Die schmeißen den Burgen weg. Ungeprüft einfach. Es würde ja einfach reichen, wenn man irgendwie mit der Pfeiltaste oder sowas von der Fernbedienung, aber keiner kommt auf die Gedanken, ne? wenn man eh schon diesen Bildschirm hier sieht. Der Fernseher schaltet sich doch nach 4 Stunden automatisch aus. Das müssen wir umstellen. Was halten Sie von diesem Unterhaltungsprogramm im Fernsehen jetzt hier in Bad Homburg? Nicht gut. Nicht gut, ne? Nee. Irgendwie komisch, ne? Ja. Naja, ja, keine Ahnung. Ich glaube, morgen früh frage ich mal nach, was das eigentlich ist. Ja, ich brauche jetzt keine halbnackten Frauen da zu sehen. Nee, ne? Ja, ich finde es auch irgendwie komisch. Ist irgendwie unmöglich. Deswegen habe ich das mal dokumentiert. Ja, komisch, läuft schon den ganzen Abend so. Läuft schon den ganzen Abend? Die ganze Zeit, ja. Ja, die eine hat dann auch alles ausgezogen und ist dann so, hat sich 3 Mal im Kreis gedreht und sowas. Sie hat Handstand gemacht und alles. Oh. Ja, das, was sie gemacht hat, bezeichnet man auch als Open Leg. Hey, can I pay pay card? Ja. Ja. Naja. Ja, Ihnen auch, Dankeschön. Schön, wie Amorant einfach, ist auch sehr, sehr laut in diesem Laden zu hören ist. Hallo? Hallo? Hier, ich gebe dir noch eine Minute Zeit, dass du wegkommst. Ja. Aber sofort. Oh, musst oh. Du weg. Oh, wegen dem Mädel hier? Ja, wegen dem Mädel musst du sofort weg. Die haben eure Homepage drauf machen wollen? Nee, musst du sofort weg. Wegen dir? Die hat doch hier. Musst du sofort weg von mir. Das ist Twitch-Konform. Hallo, ich wiederhole nicht mehr. Musst du sofort weg. Ah, okay. Holst du deinen Wapp und verschwindest von ihr, okay? Ah, nur wegen ihr hier? Er ist auf jetzt, habe ich gesagt, und sollst du gehen. Oh. Okay. Schade, wir wollten. Eine Minute Zeit gebe ich dir noch. Wir wollten, ich will nur noch sagen, wir wollten eigentlich eure Homepage ich drauf machen. Gesagt, eine Minute Zeit gebe ich dir noch. Ja, ja, ich habe ja noch eine Minute, kann ich doch kurz noch unterhalten, oder nicht? Ich hab dir gesagt. Wir wollten eure Homepage ja sogar drauf machen. Ich hab dir gesagt, ja. Ja, dann lassen wir es natürlich laufen, oder? Weil eine Minute habe ich ja noch. Wenn wir dann von einer Minute keine Konsequenzen haben, ist doch easy. Es ist Amorant, das ist Twitch-konform. Ja, gut, dann lassen wir es laufen. Dann müssen wir laufen lassen. Perfekt, dann müssen wir es laufen lassen. Schade. Ja, es ist halt natürlich insofern auch schade, weil die am Anfang doch eigentlich ganz nett waren. Ne? Und es ist eine familiengerechte App, die uns gerade diese Dame gezeigt hat. Aber das fand er irgendwie, weiß ich nicht, fanden die nicht so cool. Will wissen, was nach der Minute passiert. Stimmt eigentlich. Naja, ich will natürlich immer nicht zu sehr die Leute verärgern, deswegen machen wir da jetzt mal eine diplomatische Lösung. Es steht ihnen ja noch frei, auch eine Multifernbedienung zu kaufen und das dann halt auszumachen. Ist doch eine gute Idee eigentlich. Ich danke euch sehr fürs Dabeisein, auch fürs Folgen und so weiter. Vielen, vielen lieben Dank. Und bis die Tage, wenn wir uns wieder das nächste einfallen lassen. Bis dann, macht's gut. Ciao.